Einen wunderschönen guten Abend hier bei der Playstube beim Krabbel Mike. Er ist wieder an, er ist wieder on, jawohl. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr euch heute mit mir zusammen hier zur Moderation eingefunden habt im Stream. Nämlich HLG Porsche Super Trophy steht an. Und schon wieder Interlagos. Also ich muss halt mal jetzt überlegen, wie oft habe ich jetzt in der letzten Zeit Interlagos gemacht? Ich glaube 2 oder 3 Mal. Also die verfolgt mich gerade, die Strecke. Also wir werden heute also hier wieder Porsche fein erleben. Und es wird wiederum wieder losgehen, 20.30 Uhr. Dann gibt es ein kurzes Quali von 5 Minuten. Dann dürfen sie mal kurz eine schnelle Runde düsen sozusagen. Und dann geht's ins Sprintrennen hier bei der HLG. Und dann wechseln wir nochmal die Fahrzeuge. Und dann geht es nochmal richtig ab. Ja, und heute bin ich wieder ganz gespannt, was das Fahrerfeld zu bieten hat. Ich habe schon geguckt, es sind wieder alle Größen von der HLG anwesend. Und Sophie ist auch anwesend. Eifelblitz, da bin ich mal ganz gespannt, wo sie heute sich einfindet hier. Sie ist zumindest auch wieder ein Kandidat für die vorderen Plätze hier. Gucken wir doch mal, was hier so passiert. Wieso habe ich immer keine Punkte? Das weiß ich nicht, Sonnchen. Aber ich habe dir doch, also eigentlich müsstest du welche haben. Ah, Bergi auch schon da. Also wir starten gleich. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Aber gleich geht's los hier. Gleich schaltet der Krabbel live nach Interlagos hier. Und dann gucken wir doch mal. Wer ist denn so auf der Strecke unterwegs jetzt gerade? Wen haben wir denn als erstes? Eieieiei, was habe ich denn jetzt hier drückt? Siehst du, eine neue Tastatur hier? Bin ich mich schon wieder völlig durcheinander. Chap natürlich. Ehemals Chap Ray. Schneller Junge am Start hier. Wen haben wir als nächstes? Ey, schon wieder die falsche Taste. Ich könnte schon wieder kotzen. Ah, die ist zu groß. Gut, wir gucken weiter. Wen haben wir denn noch so hier? Also, den haben wir, den Dominik. Und weiter geht's. Dann haben wir hier den die Sophie mit Eifelblitz hier. Dann geht's weiter mit Bilbo. Bilbo Beutling. War das nicht so? Bilbo Beutling? So, da steht hier einer rum, nämlich Bundo. Jawohl, Bundo auch wieder da. Der nächste im Bunde, Michael. Und weiter geht's. Den haben wir... Die Mühle, oder ja, die Mühle, Mühle. Und geht's weiter, Markus. Und dann steht in der Box Roland. Weiter geht's auf Platz 10. Da haben wir den nächsten, den Chris hier auf der 11. Da haben wir dann den Paul von der HLG zu stehen. Und das waren erstmal alle, die da sind, so wie ich das sehe, 11 Mann. Ja, also mal gucken, ob es noch ein bisschen mehr werden. Aber sonst auf jeden Fall wird es heute wieder spaßig. Hallöchen in den Streamchat nochmal an alle, die jetzt da sind hier. Tür, Zackchen. Boardcrasting ist auch da, Mensch. Hallöchen. Huhu. Was ist mit 400? Jetzt 400? Wie jetzt 400? Musst du mir erklären. Bossa! Huhu. Grüß dich hier beim Krabbelmike und der Playstube. Hier beim HLG Porsche Super Trophy Event. Wieder mal hier alle 2 Wochen am Start. Und. Heute wird es garantiert wie immer ziemlich heiß hergehen. So, wir schalten gleich live auf die Strecke. Ich habe noch ein paar Follower nachzuliefern. Und dann gucken wir doch mal, was wir noch so gleich hier erleben dürfen. Wir schalten mal live auf die Strecke jetzt. Und wen habe ich denn da noch als neuen Follower dazu bekommen? Also, da haben wir hier den Nico Graffiton. Dann haben wir den SFRT Dr. VR 46. Dann kommt der nächste, das ist der Cherry Nefti. Und dann haben wir Dark Knight. Ja, wir haben also Brasino hier an Bord, unser bester Mann, wenn es um Moderation geht. Der hat ja auch ganz super gut abgeschnitten, da war ja was gewesen vor ein paar Wochen. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Brasino, hast du wieder gut gemacht. Hey, Krekwöcki, Mocki, dankeschön für deine Bits. Ich freue mich, vielen Dank dafür. So, wir haben es gleich soweit, nämlich in 6 Minuten geht's hier ab, die Luzi.
Ja, der eine schläft noch, der andere fährt noch und wir warten doch mal ab, was wir gleich hier auf der Strecke so erleben dürfen. Aber wir wollen uns nicht täuschen. Wir gucken ganz einfach mal, was uns hier gleich geboten wird. So, der Krabbel macht noch ein bisschen Rauchzeichen und dann legen wir hier zeitnah los und wir fangen wieder mittwochs an hier mit Stream. Ich glaube, gestern war B&B Broadcasting hier der Brasino ja mit Assetto Corsa Competizione, glaube ich, war das gestern. Wenn ich richtig informiert und gesehen habe auf Twitch-Kanal, waren sie gestern online und haben also gestern ihr Bestes gegeben, die beiden Jungs, hier um Assetto Corsa gut, wie gesagt, zu moderieren. Und das machen die Jungs natürlich auch sehr, sehr gut. Ja, nicht dafür, Basino. Mensch, Mensch, alte Schule. Wir kennen uns lange, alles gut. Ihr Jungs seid mit ein oder mit die Oberklasse, muss man einfach so sagen. Wenn es um Moderieren geht, ihr und natürlich Basino sowieso. Der hängt ja, wie gesagt, noch woanders drin mit Fußballkommentationen und sowas alles. Also, da macht er viel und da war, wie gesagt, vor kurzem was. Und da ist mir schon ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Aber Chapeau dafür, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig schöne Geschichte. So, was sagt die Zeit? 4 Minuten geht's los, Quali oder Sprint-Quali, sagen wir es einfach mal so, wie es ist, die dann hier an den Start gehen. So, mittlerweile 15 Zuschauer, die wir momentan hier zu Buche schlagen. Ich weiß, es geht schon wieder woanders. Dann schickt die Liga von der ABM da schon wieder zu Buche. Also wir treffen uns hier immer und dann geht es natürlich wieder Schlag auf Schlag hier. Und die Streamer sind wieder unterwegs hier. Und deshalb wollen wir noch mal gucken, dass die Playstube der Krabbel so ein bisschen aggregieren kann heute an Zuschauern. Auf jeden Fall immer schön, dass ihr da seid. Genießt das so wie ich. Der Krabbel freut sich. Und dann geht es ja schon wieder am Freitag weiter. Wieder früh der Bird Cup fährt wieder von der Schweiz. Von der Racing Sim Racing Akademie in der Schweiz. Da geht es da wieder weiter vormittags und dann abends wieder die NSL, die der Krabbel streamen darf. Diesmal in der AM Klasse 2 ist er unterwegs. Da bin ich mal ganz gespannt bei den sogenannten, ich sag's mal vorsichtig, Rookies, was dort mir geboten wird jetzt in der neuen Saison. Und dann geht es am Sonntag auch schon wieder los beim Krabbel, obwohl er ja eigentlich Sonntag ist, kein Playstube Cup, richtig, aber der geht auf ein Spezialevent, wo nämlich LMP1, LMP2 und Gruppe 3 fährt auf Spa ab 15.30 Uhr. Schaut doch mal rein, da geht es dann wieder richtig ab. Also der Krabbel hat wieder ein bisschen was zu tun hier im GT-Sport-Segment und ich hoffe, ihr schaut mal rein und dann geht's wieder ab. Jawohl, die Bekloppten mit den Beatles sind dabei. Genauso sieht's aus. 20.27 Uhr, 3 Minuten, dann geht's hier rund. Heute sehe ich eigentlich relativ schlichte Lackierung heute. Der ist noch sehr auffallend, sieht gut aus hier. Ah, Playstube Krabbelino ist ja auch drauf bei Paul, da ist das schön. Vorne fährt er mit, fängt sich wieder die Fliegen zwischen die Zähne und freut sich ein Loch im Bauch. Ach, ja, stimmt, da war ja was. Das Sonnchen hat es gerade aufgerufen. Der Krabbel hat hier mal noch so ein Community-Gimmick reingemacht. Nämlich, ihr könnt Sammelkarten von der Playstube sammeln und damit auch ein paar Sachen machen. Ihr müsst dafür kein Geld ausgeben. Ihr müsst einfach nur auf den Link gehen, euch mit eurem Twitch-Account anmelden. Und dann sammelt ihr beim Gucken hier im Stream Coins. Und mit den Coins könnt ihr die Sammelkarten bekommen. Und das ist so eine Art, ja, wie ihr das kennt hier, wie nennt man das hier, diese Spezialkarten, wo du dann, da hast du Power, da kannst du ihn kaputt machen. Ihr wisst schon, was ich meine, diese ganze Geschichte macht einen coolen Eindruck, deswegen hat es der Krabbel mal reingenommen. Also könnt da gerne mal raufgehen und Coins sammeln und dann könnt ihr hier schön Karten bekommen. Sammelkarten. Ja, nicht weg von Krabbelino hier. Aber wir wollen ja trotzdem mal weiter gucken. Aber Bundo hat keinen Sinn, denn da aufzugehen. Der steht hier im Grün und ist eine Bratwurst. Michael ist unterwegs hier mit Dr. Paper Cola. Ich nehme einmal Kirsch und das Krabbelino hinten auch drauf. Geile Sache. Freue ich mir. Übrigens ist ja auch von der HLG der Chap und der Michael vertreten in Gruppe 4.
Fahrzeug der GHDLN von der Playstube, die also offiziell von der Playstube unterwegs sind. Vielen Dank dafür. Natürlich haben wir auch noch ein Gruppe 3 Team. Da geht es genauso hart ab und ich bin guter Dinge, dass wir da recht gut abschneiden, hoffentlich. Also die Fahrer oder das Fahrerfeld, was die Playstube hier, sage ich mal, gewinnen konnte von den einzelnen Teams. Nochmal danke an die Teams, die die Fahrer, sage ich mal, stellen hier und die mitfahren. Geile Sache und das wird garantiert ein richtiges Fest. Hallo Petbo und Dachschen, ich grüße dir. Hallo Torpedo, vielen Dank für deinen Follow und vergiss die Glocke nicht, Krabbel ist kein Dauerstreamer, sondern Event- und Liga-Streamer, deswegen nicht jeden Tag hier zugegen, weil man muss ja noch irgendwie anders Geld verdienen. Da gab es nochmal hier vom Blue Total, ihr seht es von Markus, so ein bisschen die Ecke mitgenommen. So, jetzt ist Start, 20.35 Uhr schreibt er, also wir haben doch noch 5 Minuten Zeit. Also ganz locker bleiben, holt euch noch was zu trinken, holt euch ein bisschen Popcorn oder was weiß ich, was ihr noch haben wollt. Und dann fangen wir gleich an hier bei der HG Porsche Super Trophy live mit der Playstube und Krabbel Mike und ab geht die Post und wir freuen uns hier auf Interlagos zu sein und dann hier die Porsche um die Ohren fliegen zu lassen sozusagen, ja, und die Jungs hier uns ordentlich was zeigen hier. Die Sophie sehe ich momentan nicht auf der Strecke, die scheint sich in die Box verkrümelt zu haben. Wir können ja trotzdem mal gucken. Nee, die sind gar nicht anwesend. Momentan bis zum 9. Rang hier gerade unterwegs. Wir waren eben schon mehr. Ich hoffe, die Jungs und Mädels oder das Mädel sehen sich auch alle hier, dass wir da kein Problem bekommen. So, der Krabbel wird gleich nochmal Darth Vader spielen. Warum wird er Darth Vader spielen? Weil der Krabbel wieder angefangen hat zu dampfen. Und ich bin ganz glücklich. Warum hat er angefangen zu dampfen? Weil ab 20.05. keine Mentholzigaretten mehr und sowas gibt. Und das wird alles EU-weit verboten. Uiuiui. Im Nebel. Ja, willkommen! Alle, die jetzt dazu gekommen sind, natürlich auch die neuen Follower, willkommen. Danke, Petbohn, für dein Hallo im Stream. So, wer ist jetzt alles draußen? Jetzt gucken wir nochmal. Jetzt müssen wir doch mal alle da sein hier. Also der Platz 10 ist jetzt auch schon aufgetaucht. Markus ist draußen. Michael, jetzt sind wir also schon einer mehr, aber noch nicht alle da. Jetzt eben waren wir 11, jetzt sind wir 10. Ach, da ist die Sophie. Da gehen wir doch mal drauf. Die darf doch auch mal ins Bild nicht fehlen hier. Sophie hier an Bord und hier mit ihrem Porsche unterwegs und fährt die Reifen warm und ich bin sicherlich sicher oder ganz sicher, dass die Dame heute wieder hier den Männern Parole bieten wird und hier richtig angast. Hallo Melmeln hier im Streamchat, ich gucke gerade mal rüber, sonst macht das ja das Sonnchen für mich, also seid mir nicht böse, wenn ich da nicht immer gleich hingucke, weil ich mich dann so auf den Stream selber konzentriere. Deswegen nochmal vielen Dank an das Sonnchen, dass hier das Ganze im Streamchat etc. bedient und das Ganze sich hier, sage ich mal, mit euch zusammen anschaut und natürlich dann hier gewisse Kommentare, gewisse Infos rausrückt, die ihr dann abrufen könnt. Und jetzt wird schon wieder beide gesteckert, nämlich Petbohn holt das Nudelholz von Sonnchen raus und sagt noch hier Sonnchen, bitte, bitte. So ist das nun mal. Jetzt haben wir 20.33 Uhr. Das heißt, 2 Minuten, meine Damen und Herren, 2 Minuten geht es los hier. Hallo Bullet, ich begrüße dich bei der Playstube und beim Krabbel Mike und vergesst die Glocke nicht. Krabbel ist kein Dauerstreamer, sondern Liga- und Eventstreamer und deshalb nur an bestimmten Tagen online. Wie heute geht's los. Freitag geht's weiter. Gleich wieder 2 Streams am Freitag und Sonntag gibt's schon wieder einen Stream. Also der Krabbel fängt jetzt schon langsam an, hier richtig Arbeit auszuarten, hier das Ganze. Aber macht ja Spaß und da sind wir natürlich an Bord. Und solange ich Bock habe, ihr Bock habt, läuft das Ganze natürlich wunderbar. Hallöchen Nürburgring-Pick, schön, dass du da bist und drückt natürlich seiner Sophie hier die Daumen, weil natürlich die Sophie hier mit dem Nürburgring-Pick ein bisschen verbunden ist, weil der Junge hier natürlich das Team so ein bisschen sponsert und deshalb hier schön, dass du da bist und gleich geht's los, 20.35 Uhr, Start HG Porsche Super Trophy mit Sprintquali, dann kurzes Rennen.
Greg Mocky, vielen Dank für deine Bits. Ich danke dir. Ich freue mich. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. So, aber was macht Chap Ray oder Chap jetzt heute? Jetzt heißt er ja nicht mehr Chap Ray, sondern jetzt Chap hier. Mal sehen, was er heute hier imstande ist, uns zu zeigen. Und der Krabbelino hier auch dran, ey. Meine Fresse, die HLG voll mit Krabbelino beklebt. Geile Sache. Qualifikation, eine Minute. Ich habe jetzt gerade eine Stunde gelesen. Sanchez, vielen Dank für deine Bits. Ich höre mir ein Likörchen, Zirkumflex. Aha, Likörchen, wie immer. Likörchen trinken, immer schön ein bisschen angedudelt sein, wenn der Krabbel hier übertrinkt, weil Krabbel trinkt wie immer. Was trinkt er wohl, Sonnchen? Na? Sag's es mal nicht an, du kannst es schreiben. So, jetzt gehen sie alle nochmal in die Box, wischen sich nochmal den Schweiß von der Stirn und dann sollte es jetzt jeden Moment ins Quali gehen und wir freuen uns jetzt eine schnelle Runde von den Einzelnen zu sehen. Genau, solchen TTT nehme ich Pfeffi-T. Weiß nicht, habe ich mir so angewöhnt hier. Das ist eine nette Truppe. Wir werden alle hier draußen sterben. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Genau. Der hat jetzt gut gepasst in den Stream. Eine nette Truppe. Wir werden alle hier draußen sterben. Herrlich. Danke, Petbone. Wunderbar. So, jetzt aber gleich Start des Qualis hier am Mittwochabend. HLG Porsche Super Trophy. So, Start ist begonnen. Wir freuen uns jetzt aufs Quali oder Sprint Quali, 5 Minuten Quali hier auf Interlagos. Viel Spaß euch und auch allen anderen viel Spaß beim Zuschauen. Quali ist gestartet. Alle gehen jetzt auf die Einführungsrunde, Reifen noch mal warm fahren und dann sehen wir hoffentlich gleich, was uns die Jungs und Mädels hier so bieten. Ja, wir müssten eigentlich mal, wir bleiben mal auf Chevrolet kurz drauf. Weil mich würde ja ganz brennend interessieren. Aber Mamas Cockpit, oh, ist schön hier grün hier. Ja, die grüne Mama sozusagen, ja, gehört zwar zum anderen Auto, aber trotz alledem bleiben wir doch mal kurz hier beim Chap drauf von der HLG, der jetzt also quasi, denke ich mal, dann die erste Duftmarke setzen wird, aber Roland ist vor ihm, Bilbo ist vor ihm, danach GTT Bundo, der kann auch relativ auch glänzen, aber wir gucken mal, ob er gegen das starke Starfahrerfeld hier in der Quali eine Chance hat. Wollen wir doch mal abwarten, was wir hier gleich sehen und ja, was hier der CTR 07, der Ruf Porsche hier bringt. Eigentlich ist es ja Ruf und nicht Porsche, müssen wir ja auch wieder berücksichtigen hier. Aber man merkt hier schon, die müssen ja schon arbeiten, die Jungs hier. Ja, das ist natürlich nicht der neueste Wagen, das ist kein GT3, deswegen ist das gar nicht so einfach und wir kommen jetzt so Richtung Start und Ziel und wir gehen jetzt wieder in die Vollen hier rein. So, und jetzt warten wir mal ab, was geht. Jetzt gehen wir also quasi hier auf Roland. Roland wird als erstes hier seine schnelle Runde eröffnen hier. So, und Roland muss jetzt zeigen, was er kann. Was schreibst du? Hüre ist am Start. Na, Abend. Hallo Paddy. Vom WS Racing GT Tires. Schön, dass du mal kurz vorbeiguckst. Ich freue mich. Tachchen in den Stream-Chat und in den Stream natürlich. Aber wir bleiben bei Roland hier. Roland wird die Duftmarke setzen und Chap wird sicherlich dann versuchen, die erste schnelle Runde hier für sich zu verbuchen. Aber wir wissen es nicht, wer auch alles in der Lage ist, heute hier auf Interlagos quasi schnelle Zeiten zu fahren. Hier spielt ja natürlich, sag mal, vieles eine Rolle. Die Strecke hat alles drin mit Geraden, kurze Kurven, Schikanen. Also da ist alles drin, was man eigentlich braucht auf einer Strecke. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so einfach, hier kontinuierlich durchzufahren. Hallo Dark Knight, ich begrüße dich hier im Stream-Chat. Also Roland wird als erstes hier
die Rundenzeit uns aufs Parkett packen. So, Schluck Teechen. Dann geht's auf die Start und Ziel. Ah, der ist schön süß. Hat meine Frau schön süß gemacht. Schön. Schmeckt gut. So, was macht Roland? Wo bleibt die erste Zeit stehen? Roland, jetzt zeig mal, was du so gelernt hast und geübt hast. 1,35 haben wir da auf der Uhr. 1,35 bleibt stehen und der Chap kommt nicht ran, aber er hat auf jeden Fall noch eine Runde Zeit. Wir werden gleich mal in die Statistik reingehen. Bilbo kommt hier auf Platz 4 durch, auf 5 der Dominik, auf 6 Paul von der HLG. Dann 7. GTT Bundo, auf der 8. haben wir hier Mulle oder Mühle. Ja, und dann haben wir hier Sophie auf der 9 gerade gefahren, auf der 10 der Chris, auf der 11 der Markus. So, wir bleiben jetzt mal hier und gucken mal kurz in die Statistik rein hier. Und wir sehen hier, der Chap ist schon wieder am Angasen. Aber genauso der Michael hat im letzten Sektor eine Leaderzeit. Chap in dem Mittelsektor. Ach, Batman spielt schon wieder ein bisschen rum. Michael also auf der 3, auf der 4, Bilbo auf der 5, Dominik. Und zeitentechnisch wird sich wahrscheinlich schon noch einiges verschieben, aber auf den ersten drei Plätzen erwarte ich wahrscheinlich jetzt die Jungs, die jetzt schon da sind. Aber wir wissen es nicht genau. Wir müssen halt abwarten, was wir da noch so sehen. Ah, Chap kommt hier weit raus. Chap macht hier nicht unbedingt die beste Linie. Jetzt kommt er noch quer, siehst du mehr. War ein leichter Quersteher drin. Mal sehen, ob er sich da verbessern kann. Noch Roland mit 1,35, 3,87 hier auf der schnellsten Runde und auf dem ersten Platz geführt. Vielen Dank, Bocky, für deine Bits. Geht das schon wieder gut los. Dankeschön, ich freue mich. Da war er wesentlich zu langsamer. Ich sehe jetzt hier also 1,36 Grad gefahren und Roland konnte hier sich nochmal verbessern. Nee, konnte auch nicht. Naja, steht schon. Also vielen Dank, Totjet, für deine Bits. Vielen Dank, Michael, geht schon in die Box. Genau, so ist es. So, Michael, geht nochmal raus. Wir haben noch 1:30 hier Zeit im Qualifying, bevor es zum Sprintrennen übergeht. Bilbo hier jetzt schon abgebrochen, so wie es aussieht. Ah, ne, ist schon restliche Zeit. Ich bin schon wieder am Labern und da ist das Ganze schon wieder rum hier. Ach Gottchen, da sind wir schon wieder fertig hier. Da müssen wir nochmal schnell in die Statistik gucken. Da sehen wir nämlich dann, wer wo liegt. Nämlich 1 Roland, 2 Chap und 3 der Michael. 4 bleibt Bilbo, 5 Dominik, auf der 6 der Chris, Paul auf der 7. 8 ist hier Mühle und 9 GTT Bundo. 10 ist Sophie, auf dem 11. ist hier der Markus, der hier also den letzten Platz pilotiert heute im HG Porsche Super Trophy Event hier. Die schon wieder Mecker von Sonnchen? Ja, ich konzentriere mich natürlich. Aber trotz alledem, Roland steht hier schon rum, hat hier die schnellste Rennrunde gefahren und somit den ersten Platz hier im Sprintrennen sich geholt. Ja, jetzt dreht er gerade ein bisschen frei, aber so ist es nun mal. 31, 30 Sekunden noch, meine Damen und Herren. Dann geht das Sprintrennen bei der HLG Porsche Super Trophy los hier auf dem Mittwoch. Oder wir fangen ja, na, noch ist ja nicht Wochenende, aber man sagt so Bergfest, nämlich Mittwoch heute. Und somit die Playstube läutet für sich jetzt erstmal das Stream oder das Stream-Wochenende ein, weil Freitag geht's weiter, vormittags und nach und abends und dann am Sonntag gleich nochmal. Also hat er wieder viel zu tun hier, aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt erstmal hier bei der HLG. Sonnchen, vielen Dank für deine Bits. Du bist ja heute wieder in spendabler Laune, genauso wie die anderen hier, wie Monkey Shop etc. Geile Sache. So, mein Merch-Ausstatter darf ich ja nicht vergessen. Da wird es also demnächst auch neue Sachen geben. Craig Monkey, Dankeschön für deine Bits. Ich gehe nochmal raus wegen dem Kamerabug, sobald ich es kann. Damit wir also hier kein Problem bekommen, jetzt gleich beim Start, damit ich also auch alles einfangen kann. Gehen wir nochmal raus hier. Und dann ist er natürlich gleich wieder drin. Genau, Sonnchen, heute ist Mondwoch, weil ich bin ja schon gar nicht mehr, wisst ja nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Durch den Virus muss er ja zu Hause bleiben, der Krabbel. Und kann nicht arbeiten momentan.
Gut, wir gehen auf die Strecke, kommen Sie alle weg. Sieht erstmal ganz gut aus, alle kommen weg und die Porsche, wie die da losgefetzt sind. Boah, okay, Shop, danke für deine Witze, aber wir bleiben bei Roland. Roland macht jetzt erstmal hier den ersten Platz unsicher, wie eben auch. Michael hier von der HG macht Platz 2 unsicher. Chep hat einen Platz verloren, aber Chep arbeitet sich so langsam wieder vor. Da kommt da weit raus, der Michael, habt ihr gerade gesehen. Das ist natürlich Vorteil für Chep. Chep wird das ausnutzen. Er kommt aber nicht ran. Das heißt, er muss sich hinten einordnen. Bilbo bleibt auf der 4, wird aber von Chris hier leicht touchiert. Ja, aber das ist Racing, da muss er zurückstecken. Das heißt, der Chris verliert Plätze hier. Und das mächtig, der zieht richtig durch hier. Die Sperrenkette kommt. Und hier hinten, ihr seht schon, auch die Sophie versucht alles, um da vorbeizukommen. Wir bleiben erstmal vorne, weil Chep konnte sich auf den zweiten Platz vorarbeiten. Hat also Michael hier schon kassiert. Kriegen wir das nochmal in der Replay oder nicht? Na, da ist er schon vorbei gewesen. Da gehen wir also wieder ins Renngeschehen und gehen jetzt mal auf Platz 7, 8. Was ist hier hinten los mit Sophie? Sophie ist dran an GTT Mundo. Das heißt, es wird ein heißer Fight hier, dass die beiden sich wieder bestimmt betteln werden. Also die beiden sind auch manchmal sehr, sehr, ja, ich will mal sagen, unter sich gesprochen, die freuen sich. Wahrscheinlich grinst hier GTT Mundo, wenn er Sophie hier hinter sich hat, nämlich, dass er da ein bisschen mit ihm spielen könnte. Weil nämlich GTT Mundo auch jetzt hier an Mühle dran ist. Also auch er versucht alles. Noch kann Roland sich vorne auf Platz 1 behaupten und Chep ist dort hinter und macht hier, wie gesagt, seinen Job. Aber wir müssen, Chep ist nicht zu unterschätzen. Der kommt auf die Distanz zu sehen. Da wird er immer konstanter. Ja, die Zeiten brauchen wir jetzt noch nicht so wirklich beachten. Auch wenn der Roland jetzt hier mit der 1,40er-Zeit hier da ist. Das sind noch nicht die Zeiten, die wir brauchen. Aber GTT Mundo, ihr habt sie gerade gesehen. Sophie, ah, da gab es doch schon so die ersten zwei, drei Überholmanöver. Sophie kann erstmal hier immer noch dranbleiben. Und da geht's raus. Was war da los? Wir gucken noch mal in die Replay. Nehme ich Mühle hier. Mühle kommt hier weit raus und dann wird er noch ein bisschen im Fight verwickelt und kommt dann also raus hier. Kann aber sein Fahrzeug noch mal gut abfangen und somit reiht er sich auf Platz 10 ein. Und wir gehen nach vorne, gucken, was der Roland macht. Roland kann sich nicht absetzen. Roland und Chep. Roland und Chep sind also direkt im Fight, aber auch Michael mit seinem Dr. Paper. Porsche ist dran hier. Okay, danke für deine Bits. Ich freue mich. Vielen Dank. Ich freue mich. Braute Nudelholz, Ami MV Garme. Genau, Nudelholz. Aber hier Platz 1, 2, 3. Da ist alles offen. Alles offen. Wir sind in der zweiten von 13 Runden. Noch haben wir 11 vor uns. Also da passiert noch einiges. Ihr seht jetzt erstmal die lila Zeiten purzeln noch, weil natürlich die Fahrzeuge ja leichter werden. Aber ihr seht, noch ist da wesentlich viel Luft oben nach oben. Aber, die drei hier vorne, wirkt auf jeden Fall interessant. Jetzt gleich in der ersten Schikane nach Start und Ziel. Mal gucken, was gleich passiert hier. Roland fährt Kampflinie. Da kommt er nicht vorbei, der Chap. Der ist dran, aber noch nicht vorbei. Die bessere Linie hat Roland. Da kommt er noch nicht vorbei. Ah, der juckig. Der Hund ist juckig hier, der Chap. Aber ihr seht, auch Michael kann da hinten dranbleiben. Chep hat keine freie Fahrt, deswegen können die drei hier eine ordentliche, schöne Show abliefern, die sie uns jetzt hier im Stream zeigen. Schön anzusehen hier. Also der Chep muss aufpassen. Oh, da kommt er ja fast quer hier. Also da kommt der Roland so dermaßen unter Druck hier. Das jetzt passiert, oder? Da geht er vorbei. Oder noch auch nicht, aber eine bessere Linie hat er. Er hat die bessere Linie, reicht's aus. Ja, er setzt es um. Hier also jetzt Chep auf der 1 gelistet, auf der 1 geführt. Konnte sich absetzen und dann kommt der Michael da hinten auch noch ran. Ihr seht es nochmal schön. Bleibt da schön innen. Er lässt auch passieren. Er hat gemerkt, da Mist, da habe ich Mist gebaut. Da war ich einfach nicht auf der guten Linie. Und somit geht es darum, dass also Chep jetzt schon eine halbe Sekunde vorne wegfährt. Und das heißt wieder, ihr seht, der Chep kann wahrscheinlich hier wieder eine andere Pace gehen als Roland, Michael, Bilbo, alle, die dort hinten noch dran sind jetzt. Aber wir warten ab. Noch ist Zeit, nämlich 10 Runden hier im Sprintrennen. So, was machen die hinteren Plätze? Was ist zum Beispiel mit Sophie los? Wir gehen mal auf Platz 8 vor hier hinten oder hinter. Und ihr seht, Sophie wird hier bedrängt, nämlich von Paul.
Und Crisp. Alter, guck dir das an hier. Und das Mädel, das behauptet sich hier. Schöne Linie. Lässt hier nichts anbrennen. Macht wieder zu. Jawohl. Lässt überhaupt nichts anbrennen. Da kommt es auch besser durch die Schikane und kann hier auch gleich so eine circa eine halbe Sekunde abnehmen. Was macht der Rest im Felde hinten? Also ihr seht, 9, 8, 9, Chris, die haben wir gerade auch gesehen. Was ist auf der 10 los? Müde auf der 10 mit knapp 3,5 Sekunden Abstand. Und auf der 11 Markus. Ja, mit seinem blauen Flitzer hier. Der hat schon bereits 7 Sekunden hier auf den Rest des Feldes. Und Chep kann sich mittlerweile ein bisschen absetzen, nämlich wir nähern uns einer Sekunde hier. Chep macht also alles richtig. Und Roland, der hier hinten dranhängt, hat immer noch, ihr seht, natürlich den Michael im Schlepptau. Und Michael versucht seinerseits hier, sich den Roland zu schnappen. Und auf der 4 kommt gleich der Bilbo. So weit ist er nicht weg, aber ein bisschen Luft haben wir. Ihr seht es, eine knappe Sekunde. Da kommt aber der Dominik hinten mit seinem grauen Porsche weiter rangefahren hier. Und versucht hier ebenfalls an Bilbo ranzukommen, ihn unter Druck zu setzen. Also schönes Fahrerfeld hier bis Platz 5 auf jeden Fall. Und dann gibt es nochmal schönes Mittelfeld. Und dann, sage ich mal, kommen die Nachzügler, die nicht aufgegessen haben. Aber die schaffen sicherlich heute auch noch was. Vierte Runde von 13. Und wo ist Sophie? Immer noch auf der 8? Jawohl, Sophie hält sich auf der 8 hier. Mit 1,37, 927. Die drei machen nochmal unter sich was aus. Sophie jetzt hier quasi. Chris konnte sich vorbeischieben. Sophie ist wieder dran. Aber der Chris macht jetzt seinerseits zu. Der macht hier zu, das Ding. Alter, die küssen sich ja richtig, ey. Mann, 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 Mann. Ja, sobald eine Dame im Spiel ist, flippen die Herren aus. Das ist einfach so. Bloß die Dame hier, die kann auch fahren. Was ist es nun mal? So leicht ist die Dame nicht einzufangen. So ist es. Ich freue mich schon wieder. Paul versucht alles. Chris muss abziehen lassen hier. Dreht ab, Junge. Sagt sie. Die Sophie. Nicht mit mir hier. So, also Sophie jetzt auf der 7 gelistet. Die erste Karte, Sammelkarte ist raus. Nehme ich den Nudelholz. Ansonsten vielen Dank. Und somit die erste Karte für Sonnchen hier. Level 1 Karte hat sie schon mal abgeräumt, aber es ist nicht so einfach, bis Level 5 zu kommen. Noch fighten die hier, da will man ja gar nicht weggehen. Chep ist vorne weg. Michael ist noch dran, aber was ist da auf 3 passiert? Roland, was ist mit Roland passiert? Auf der 4 jetzt. Roland muss da wohl einen kleinen Ausflug gehabt haben. Also nehme ich nach außen. Und Michael jetzt auf der 2. Auf der 2. Ich sehe, ihr habt Spaß im Stream. Chat, wenn ich da mal kurz hingucke. Roland muss jetzt die 4 nehmen. Und ob da wieder ranzukommen. Uiuiuiuiui. Ja, das ist schwierig. Dominik auf der 5, auf der 6. Bundu, der hier jetzt momentan Luft nach vorne und hinten hat. Und Sophie immer noch unter Druck von den Kerlen. Und ihr seht natürlich, die Sophie müsste eigentlich mit Paul ein bisschen harmonieren, weil da ist der Cavallino drauf. Der ist süß. Und da geht sie weit raus. Und jetzt natürlich hier bessere Pace von Chris. Aber, guckt ihr das an. Die Dame hat Nerven. Aber jetzt kann sie, jetzt wird sie in die, wieder ins Sandwich genommen. Entschuldigung. Also, sie wurde jetzt gerade so ein wenig überrollt. Aber gut gemacht, trotz alledem. Paul und Chris vorbei hier. Auf Platz 7 und 8 natürlich jetzt Sophie hinten dran. Aber das ist noch nicht ausgestanden. Die Sophie kommt wieder. Die geht auf jeden Fall nochmal hier auf Kontrakurs. Natürlich hat Sonnchen den Link für die Karten. Da ist er schon. Mensch, jetzt muss ich mal wieder nach vorne gehen. Das fesselt mich ja hier hinten. Also quasi hier, was die da hinten machen. 7, 8, 9. Und Chep, ihr guckt euch das an. 3 Sekunden. Chep hat jetzt wiederum schon 3 Sekunden rausgefahren. Da könnt ihr mal sehen, wie der aufgehalten wurde eben. Auch wenn er nicht hier die schnellste Rennrunde gepaced ist, sondern nur die zweitschnellste. Aber das ist schon wieder eine Hausmarke, was der Chep hier bringt. Und ich freue mich persönlich, dass Chep
beim Playstube-Team dabei ist. Vielen Dank nochmal an Jeb hier und natürlich an die HLG-Jungs, dass sie ihren Fahrer hier für die Playstube ins Rennen schicken. Geile Sache, vielen Dank dafür. Michael genauso hier auf der 2. Aber Bilbo, was ist mit Bilbo? Bilbo ist hier nicht weit weg. Dr. Pepper Cola, ich möchte bitte eine Kirschcola von Dr. Pepper. Kenne ich noch aus Militärzeiten, wo ich im Einsatz war. Und bei den, ja, Soldaten der amerikanischen Streitkräfte war und dort mal in Essenraum gegangen bin, ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen, aber es war genug Dr. Pepper da. War schon gut. Aber hier, wie gesagt, Michael behält die Nerven. Wie, Link geht nicht? Kann doch nicht sein. Muss hier hin. Das muss. Sonst musst du mal gucken. Also, sonst gehen wir direkt auf Stream Heroes im Internet und dann meldest du dich mit deinem Twitch-Account an und dann läuft das alles. Dann kannst du das trotzdem machen. Komischerweise, warum das nicht? Also, normal geht's. Ich habe es heute mehrmals ausprobiert. Also, der Link. Oder du gehst mal unten bei meiner Twitch-Seite, wenn du jetzt auf Info gehst. Da ist nochmal ein Button drin von Stream Heroes. Klick den doch mal an. Ja, also wenn du jetzt mit Handy oder im Internet mit dem PC bist, dann kannst du runterscrollen und da hast du den extra Button. Es sollte eigentlich gehen. So, wie sieht's weiter hinten aus? Guck mal doch mal auf die Sophie hier hinten. Wo ist sie? Sophie ist jetzt ein bisschen... Ja, ein bisschen weg, komischerweise. Ein bisschen hat sie verloren auf die beiden Jungs hier. Aber das heißt doch noch lange nichts, weil Paul und Chris, die lieben sich auch, nämlich die betteln sich. Ah, Sonnchen ist schon voll drin. Ich brauche noch 5 Minuten Holzkarten. So, Mühle hier auf der 10 und auf der 11. Gerade gesehen, Markus hier. Was mit iOS leider noch nicht verfügbar? Das ist ja doof. Wieso geht bei dir der Link nicht, Monkey? Das macht mich doch nicht irre. Geh mal über Twitch, über meine Kanalseite unten. So, Michael auf der 2 geführt, auf der 3 Bilbo und auf der 4 der Roland. Dominik auf der 5, auf der 6 GTD Bundo, auf der 7 Paul. Aber verstehe ich nicht, wie über mein iPhone XR kann ich es doch auch, wenn ich dort selber drauf tippe, geht es doch auch. Aber hier hinten Paul und Chris. Die ganzen Affen hier noch betroffen. Ja, du hast ja auch schon den Affen gefunden, Track Monkey. Da ist er ja schon davor. Unser Andai bzw. Monkey Shop hier, mein Merch-Ausstatter, der hier natürlich den Affen sponsert. Den gibt es übrigens auch als Sammelkarte, Track Monkey. Der gibt es auch als Sammelkarte. Unikat. So, Chap ist auf und davon. Und wir haben noch... Ja, wir sind ja fast schon wieder rum hier. 9. Runde schon wieder von 13. Ja, gleich noch 3 Runden. Dann haben wir es schon wieder mit dem Sprintrennen. Michael auf der 2, auf der 3. Bilbo. Aber Bilbo kriegt jetzt Probleme mit Roland hier. Gehen wir doch mal hier aufs Heck hier und fahren doch mal eine kurze Zeit mit hier. Mit den beiden Jungs hier. Aber irgendwie sind die Porsche heute nur bunt. Nicht alle sind so schön lackiert wie sonst immer. Da muss ich doch mal mit den Chefs von der HLG sprechen. Was ist da los? Was ist da los? Na, da kommt er nicht ran. Jetzt versucht er den Windschatten zu kreieren, aber das reicht lange nicht. Oh, da verschaltet er sich noch. Weg, Bocke, danke für deine Bits. Ich freue mich. Vielen Dank dafür und dafür natürlich mein M6 hier.
Aber der Krabbel arbeitet schon wieder an neue GIFs, da kommt was Neues, aber auch natürlich alles wieder Rennsport-Feeling. Ich habe da schon ein paar Sachen mir rausgesucht. Ich muss bloß noch irgendwie ein Programm finden. Ich habe jetzt einen Link gekriegt, wo ich GIFs erstellen kann, damit das also dann auch hier bei Stream Elements eingearbeitet werden kann. Ah, schön anzusehen. Wir gehen wieder in die Volle. Und wo haben wir die nächsten Fights? Und da hinten sieht es so aus. Wie ist es hier los? Paddy, vielen Dank für deinen Sub, Chapeau und Knicks und Knutschi. Vielen Dank für die Bits. Vielen Dank, Petbone. Aber ihr seht hier Paul und Chris. Paul und Chris. Sophie kann da gerade nicht anreisen. Und da kommt schon, da kommt's. Chris zieht vorbei. Und ich hoffe, ihr seid alle wieder wach. Chris ist vorbei. Konnte sich den Platz 7 jetzt in dem Moment holen. Für die einen oder anderen, die jetzt gerade geschlafen haben, bevor sie wieder wach waren. Hier sehen wir es nochmal in der Replay. Chris hier innen geblieben. Paul kommt weit raus und somit Chris vorbei hier. Schönes Ding hier. Schönes Manöver. Und jetzt kann er natürlich gleich ein paar Meter wegziehen. Kann er das ausnutzen? Jetzt die letzten drei Runden schafft er es. Ah, da ist er schon wieder dran. Da ist er schon wieder dran, der Paul. Da hängt er schon wieder drin hier. Aber da vorne, ihr seht, Chap ist weg. Chap ist weg. So, wie sieht die Karte aus, die Minimap? Also vorne ist erstmal alles safe, aber. Hier haben wir so das engste Fahrerfeld. Wir gucken trotzdem mal nach hinten. Sophie auf der 9. Auf der 10 haben wir Mule, der hier also versucht anzugasen. Und der Markus, der sich hier auf der 11 befindet. Muss ich mal was gucken, wieso sind denn... Aha. Ja, wenn der eine oder andere sich fragt, warum hat denn der Krabbel jetzt wieder alles an? Naja, die meisten wollen das einfach irgendwie so sehen und deshalb hat der Krabbel nachgegeben und hat gesagt, na gut, dann blenden wir halt alles ein. Ich habe ja nicht so ein volles Bild wie manch anderer Streamer, wo irgendwie nur Werbung aufblitzt. Also kriegen wir das schon hin und ich denke mal für euch, ihr seid so gewohnt hier im Stream, also kriegt das auch so, wie ihr es wollt, nämlich dann mit volle, ja, volle Dröhnung, was geht die Sport hier bietet für den Stream-Modus, dass ihr alles seht. Petbone sieht auch immer gerne alles, also machen wir es natürlich auch nicht nur für Petbone, sondern für alle anderen auch, logischerweise, damit es da keine Diskussion gibt. Hat der Krabbel gesagt, na gut, dann machen wir es halt wieder so. Ist halt, geht die Sport, lässt es zu, man sieht alles, es ist nicht iRacing, es ist nicht Racing. Also nehmen wir das, was uns geboten wird, hier mit rein. Chap hier auf der 1 in der 12. Runde. Die vorletzte Runde, die Chap hier angast. Michael auf der 2 gelistet und Bilbo bereits 2 Sekunden immer noch weg. Aber das heißt noch nichts. Also noch könnte man da eventuell was machen. Roland immer noch auf der 4, auf der 5 der Dominik, auf der 6 GTT Mundo, auf der 7 der Paul, der wiederum jetzt von Chris wieder gejagt wird. Chris gerade vorne, Paul wieder vorbei. Also die schenken sich gar nichts mehr, die Jungs hier. Und Eifelblitz, nämlich Sophie, kommt sie ran hier. Was macht Sophiechen hier? So langsam arbeitet sie sich wieder ran. Ihr seht es, es ist unter einer Sekunde. Auf der 10 der Mühle und auf der 11, da haben wir den Markus hier. Und nein. Petbot, was war das denn jetzt? Hallo Chaosfüll, grüß dich. Und Chaosfüll, wenn der eine oder andere fragt, was ist mit Chaosfüll? Chaosfüll ist mein Sohn. Der ist jetzt hier mal mit seinem Computerchen hier mal in den Stream reingerutscht und will unbedingt hier mal mitschreiben. Der möchte auch unbedingt mal mit mir hier cool machen. Ich habe gesagt, ja, aber noch ein bisschen musst du warten. Da musst du noch ein bisschen vernünftiger werden. Aber ich werde sicherlich mal so ein Special-Stream machen mit meinem Sohn hier. Ein Kurzevent oder so. Wollen wir mal gucken, wann ich das einrichten kann hier. Also grüßt mal schön meinen Sohn, wenn er wollt, im Stream hier. Chaosfüll 0208, mein Südchen. Ja, hallo, dass du da bist. Schön. So, Chap jetzt in der 13. Runde. Chap macht jetzt alles dicht. Michael von der HLG hat aber noch die schnellste Rennrunde. Michael jetzt auf der letzten Runde hier unterwegs und versucht alles. Ich sehe. Nein, doch. Oh.
Craig Monkey hat auch die Sounds gefunden. Sehr schön. So, Chap mit jetzt knapp 5 Sekunden vorne. 5 ja, Sekunden hat er hier rausgefahren mit seinem Porsche. Auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer hier. Ja, und Chap bewegt sich jetzt auf die letzten Meter. Wir genießen das. Also hier Chap, ehemals Chaparral, mit Krabbelino unterwegs. Krabbelino schön fliegen zwischen die Zähne und freut sich ein Loch im Bauch, dass er hier auf Platz 1 durch Ziel geht auf Interlagos. Und wir beglückwünschen wen natürlich? Chap hier, der jetzt auf die Start- und Zielgerade geht und das Ganze jetzt im Sprintrennen nach Hause fährt. Und gleich kommt noch das Hauptrennen, Männer. Bleibt dran, Damen und Herren, gleich geht's weiter. Chaparral jetzt, herzlichen Glückwunsch auf Platz 1 und auf der 2 kommt der nächste reingepfeffert, nämlich Michael. Glückwunsch auch für dich auf Platz 3, Bilbo auf Platz 4. Da haben wir hier Roland auf der 5, Dominik auf der 6, GTD Bundo auf der 7. Paul kommt als nächstes durch Ziel gerauscht hier. Und auf der 8, Sophie, auf der 9, Chris, da ist er nochmal richtig zurückgefallen, auf der 10, Mühle und auf der 11. Da haben wir den Markus. Der hat noch eine Minute Zeit und kann also hier nochmal durchs Ziel hämmern. Das war schon wieder ein schöner Auftakt. Mal sehen, wie das Hauptrennen wird. Es gibt also schön viele Zweikämpfe hier. Hat mir gefallen für das Sprintrennen, wenn wir jetzt also zum Hauptrennen kommen. Ja, das könntest du tun. Macht's aber nicht. Ihr hört mich ja den ganzen Tag so nach dem Motto, nein, wenn sie davon arbeiten. So, Glückwunsch, Markus ist auch durch. Alle sind eigentlich relativ gut durchgekommen. Und wir bereiten uns jetzt aufs Hauptrennen hier bei der HLG Porsche Super Trophy auf Interlagos vor. Und ich freue mich. Und ich bin gleich wieder da für euch. Holt euch was zu trinken, macht schnell mal einen Austritt oder entleert euch oder was weiß ich. Wir sind gleich wieder da. Es geht gleich wieder los. Kurzes Werbevideo und dann kommt der Krabbel. Auch gleich wieder. Bis gleich. Vielen Dank, Petbone. Jetzt haben wir Fun im Sound und Stream. Jawohl. Du. Ja,
Hallo FFD-TV, schönen Gruß und schön, dass du dabei bist bei der Playstube und beim Krabbel-Mike. Und vergesst die Glocke nicht, Krabbel ist kein Dauerstreamer, sondern Liga- und Eventstreamer. Hallöchen auf jeden Fall, wir begrüßen dich hier bei der Playstube. Hallo Kevin, schön, dass du mal reinkickst. Hallöle. Das ist eine nette Truppe. Wir werden alle hier draußen sterben. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Genau, die Truppe ist unterwegs. So, habt Geduld, gleich Hauptrennen hier bei der HLG Porsche Super Trophy. Seid am Start, holt euch noch was zu trinken, macht euch gemütlich. Gleich Gas der Krabbel und die Playstube wieder richtig an. Mit der HLG zusammen, nämlich Porsche Super Trophy hier auf Interlagos. Und da gibt's den Dreher, jawohl, wie er es gehört hat, so muss es sein. In der Playstube, jawohl, so ist schick und so ist gut. SPR77, vielen Dank für deine Bits, ich freue mich, Dankeschön. SPR77, danke für deine Bits. Geht ja wieder richtig ab hier. Vielen Dank, Chapeau und Knicks dafür. SPS, vielen Dank. Was ist denn heute los, Junge? Spende hier heute. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gleich geht's los. HLG Porsche Super Trophy Hauptrennen hier. Geile Sache. Okay, dankeschön für deine Bits, dankeschön. Ich freue mich. Let's go, Dorito Schiff trinkt Purple MV-Game. Joi. Was sagst du, weil du im Playstube-Cup so abkackst? Apropos Playstube-Cup. Denkt dran, meine Damen und Herren. Nicht diesen Sonntag, aber nächsten Sonntag. Großes Finale im Playstube-Cup. Da werden die Pokale vergeben. Nämlich um 9.45 Uhr frühs am Sonntag zum Frühshoppen bei der Playstube-Cup, Mike. Da geht's nochmal richtig ab. Dann ist der Playstube-Cup das Event schon wieder rum. Das ging schneller, als man dachte. Und wir lassen uns natürlich was Neues einfallen hier bei der Playstube. We'll be right back.
Schönen guten Tag, Andreas. Grüß dich. Wie sagt der Abend zusammen? Einen hau ich noch raus. SBS, dankeschön nochmal für deine 100 Bits. Ich freue mich. Vielen Dank dafür. Gleich geht's los. Hier HAG, Porsche Super Trophy. Hauptrennen. Macht euch warm, macht euch frisch und nicht nass, sondern holt euch was zu trinken, setzt euch hin, gemütlich rein hier und dann geht das hier ab wie eine Rakete. Soll ich euch nochmal den Darth Vader machen? Mal sehen, ob es geht. Warte. Macht er nicht so richtig was. Okay, dann haue ich auch noch einen raus. Danke, Petbone. Danke, vielen Dank dafür. Und der Hype Train ist gestartet, meine Damen und Herren. Der Hype Train. Kriegen wir doch nochmal den Zug voll oder nicht? Okay, danke, es geht schon wieder los, der Halbdreh, der Zug will anrollen zur HLG, Porsche Super Trophy, also, die wollen ran. Jawohl. Vielen Dank, Monkey, das gefällt mir, vielen Dank. Chapeau und Knicks. Ja, Petbone, die Gummireste auf der Strecke, weil ich keine Reifen bekomme, die ich mir hinstellen kann. Nein, vielen Dank an euch, vielen Dank an die Community. Echt geil. Und denkt an die Sammelkarten. 21.20 Uhr schreibt er, also in 4 Minuten. 4 Minuten, meine Damen und Herren, 4 Minuten Start hier, HLG! Der Krabbel sammelt wieder richtig ein. Danke, Petbone, für deine Bits, vielen Dank. Sonnchen, vielen Dank. 75% des Halbtrains sind voll. Danke, danke, danke. Party Popper, Party Popper, Party Popper. Okay, danke schön. Noch ebenfalls nochmal für deine Bits. Vielen Dank. Danke, danke. Wir schaffen es vielleicht noch. 81% haben wir jetzt schon. 81%. Noch 2,5 Minuten, meine Damen und Herren. Oder wie soll man das sagen? Soll ich hier mit so einem Hammer rumklopfen? Nach dem Motto, wir machen hier mal so eine Bieterstellung. Klopf, klopf. Nein, alles gut. Vielen Dank trotz alledem. Vielen Dank. Ich bedanke mich. So, HLG geht an den Start. Porsche Super Trophy. Geht wieder los hier. Mittwoch. Wir halten so, oder wir läuten das kurze Wochenende wieder ein, so nach dem Motto. Ja, es geht ja wieder los hier. Lal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 a. Petbone, haut's raus! Petbone hat's geschafft! Vielen Dank, Petbone, nochmal für deine Bits hier. Jetzt sind wir voll, der Hype-Train ist durch hier, geile. Sonnchen, mach doch nochmal so ein Ding mit dir. Vielen Dank für deine Bits. Let's rock the stream. Jetzt muss ich erstmal runterkommen. Vielen Dank nochmal an euch, vielen Dank. So, jetzt konzentrieren wir uns aber gleich aufs Renngeschehen hier. Ihr seht's, die... Oh, geht schon noch weiter. Okay, danke! Vielen Dank dafür. Ich? Sie? Nein, doch. Oh, Louis war auch da. Habt ihr gesehen? Louis war da. Der hat sich gerade hier schön den Tiger angeguckt hier oder den gestreiften Porsche mit Orange. Sauerstoffzelt für Krabbel. Genau, Sonnchen. Aber nochmal vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, danke, danke. So, wir gehen aber wieder auf die Strecke und jetzt geht's gleich los. Wir haben 21.19 Uhr, macht euch bereit, 21.20 Uhr, Start der HLG Porsche Super Trophy hier auf Interlagos. Das wird wieder ein Fest, Hauptrennen steht an.
Ich stream da jetzt auch, wenn es so weitergeht. Ja, vielleicht kannst du es ja gut. Hier wird noch mal ein paar Startversuche gemacht. Das ist eine schöne Sache hier. Startversuche sind immer wichtig, gerade hier am Start gut wegzukommen. Hört gar nicht auf damit. Bitsmillionär. Vielen Dank, Monkey! Dankeschön! Also hier auch nochmal vielen Dank an Monkey. Und denkt dran, geht mal bei den Jungen drauf. Monkeys Shop hier, mein Merch-Ausstatter. Playstube-Merch gibt's da. Es gibt bald was Neues. Wir fangen bald an. Ich habe heute noch ein Telefonat geführt mit dem Monkey-Shop-Inhaber, nämlich den Andai. Der nämlich hier jetzt demnächst, legen wir hier Krabbelino-Zeug auf. Das heißt also, jetzt könnt ihr bald drauf warten. Es wird einiges an neues Merch geben mit Krabbelino. Das fängt an mit Cappies, bei T-Shirts, alle möglichen Sachen. Und dann wird es garantiert auch wieder Schlüsselanhänger etc. geben. Also wir sind da am Prüfen und am Gucken, was wir alles machen können. Hier beim Monkey Shop von Andai. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal. So, eine Minute bis zum Start. Wir werden schon mal auf die Strecke live schalten. Mal, die warten jetzt ab. So, dann bleiben wir mal jetzt die Musik ausmachen. Jetzt geht's wieder los. Jetzt konzentrieren wir uns. Renn-Action ist angedacht. Moderation. Louis wollte noch kommen. Aha. Louis wollte noch kommen. Augustina. Bayerbier. Aha. Oh, eine Karte ist raus. Da muss ich mal doch nochmal verschieben. Ich habe gar nicht gesehen, wer es jetzt genau war. Aber vielen Dank nochmal, Andreas, für deine Bits. Vielen Dank. Und wir haben eine neue Sammelkarte vergeben. Das ist eine nette Truppe. Wir werden alle hier draußen sterben. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich nicht. Oh, der nächste, Sonnchen. Hat nochmal eine Nudelholzkarte, aber es braucht ja Level 2 Karten. Doch. Louis war da und Louis hat nochmal Hallo gesagt. So, Craig Monkey hat es jetzt auch gefunden mit dem Sound, aber ihr könnt nicht ständig Sound reinschmeißen, weil wir wollen ja auch einen anständigen Stream haben, sondern da ist Zeitfenster dazwischen, bis ihr wieder das gleiche nochmal schalten könnt. Das funktioniert also nicht so wie vielleicht woanders. Wir wollen uns ja trotzdem noch aufs Rennen konzentrieren. Auf, wie gesagt, wenn ich der Community das gönne. Also, ihr könnt es gerne nutzen. Vielleicht passt es auch dann im Rennen so manch einen Spruch. Ich werde das immer wieder erweitern. Ich bin dabei, jetzt gerade mit Sonnchen wieder ein paar neue Sachen reinzumachen. Wie zum Beispiel, ich sag bloß einfach, wer es kennt, schneller, schneller. Für die, die hinten fahren. Na? Oder Jacqueline! Warst du wieder zu schnell unterwegs? Für die schnellen Fahrer. Die wird doch schon schwindelig immer beim schnellen Fahren. So, wann geht's los jetzt? Sind wir doch schon drüber? Was geht ab hier? Warten wir noch. Ich glaube, da war noch was. Nee. Finale ist begonnen. Es geht los. Viel Spaß im Stream. Viel Spaß im Streamchat. Ich freue mich hier bei der HLG Porsche Super Trophy. Jetzt am Start. Hauptrennen. Am Mittwochabend, es geht los. Und dann gucken wir mal, was uns gleich geboten wird. So, ich werde nochmal rausgehen wegen Kamerabug und dann wünsche ich uns viel Spaß und viel Glück. Ihr natürlich den Fahrern und ihr im Stream habt viel Spaß hier. So, und hoffentlich kommen sie auch alle gut weg hier. Genau. Schön langsam, musst du wieder kotzen. So, jetzt geht's weiter. Abmarsch raus. Es kommen alle weg, so wie es aussieht. Wunderbar anzusehen. Wir gehen erstmal nach vorne. Und gucken jetzt erstmal ins Fahrerpult rein. Und wir sehen also hier auf Nummer 1 jetzt Mühle. Weil wir haben ja umgekehrte Startreihenfolge. Chris auf der 2, auf der 3 ist die Sophie. Die versucht jetzt schon vorzukommen. Und schiebt sich wahrscheinlich, so wie es aussieht. Oder schafft sie es gegen Chris. Was macht Chris? Chris hat die bessere Innenbahn, aber kommt sie vorbei? Ja, sie kommt vorbei. Sophie jetzt vorbei auf dem zweiten Platz. Sophie an Chris vorbei. Und Bruno und Paul, die nächsten, die sich hier battlen.
Ah, schön anzusehen. Immer noch Sophie auf dem zweiten Platz, aber Mühle kann sich da wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen absetzen. Gucken wir mal. Nein, nicht wirklich. Also Platz 1, 2, 3 doch näher beieinander. Und GTD Mundo macht sich hier auf dem vierten Platz breit, auf dem fünften Paul, auf der 6 Markus, auf der 7 Dominik, auf der 8 ist der Michael von der ALG unterwegs und auf der 9 der Bilbo aus Österreich und auf der 10 Roland HLG und momentan noch auf der 11 Chap. Mal sehen, wie es dann in einigen Runden dann wirklich aussieht. Wir bleiben hier vorne. Mühle kann sich noch behaupten vor Eifelblitz hier. Aber hier Sophie alias Eifelblitz ist dran. Da wird Mühle da richtig unter Druck gesetzt und die Sophie kann definitiv schnellere Pace gehen. Das wissen wir. Die kann das. Und jetzt hat sie auch gleich, wie gesagt, die Möglichkeit hier vorzufahren, um hier ein bisschen Luft sich zu verschaffen. Jetzt erstmal Windschattenfahrt hier bei Mühle. Jetzt kommt der Angriff, da hat sie sich bemerkbar gemacht. Aber kommt, reicht es oder? Mühle ist hier auf 1, der muss hier keinen Platz machen. Der kann, aber muss nicht. Die Innenbahn hat jetzt Sophie. Sophie ist auf der besseren Linie. Sophie schiebt sich vorbei hier. Sophie macht also erstmal hier den ersten Platz unsicher. Glückwunsch erstmal hier am Anfang des Rennens für Sophie, die sich den ersten Platz sichern konnte. Auf der 2 Mühle, auf der 3 Chris. Chris muss abreißen lassen. GTT Mundo versucht dran zu kommen. Paul ist da auch noch dran von der HLG. Und weiter geht's von Markus. Und Markus und Michael hier etwas ab. Aber die haben da hinten auch schon wieder Druck von Dominik, von Chap. Chap schon auf der 9 jetzt hier. Aber Bilbo wehrt sich. Und auf der 11 steht da Roland. Also hier ist ordentlich Bewegung drin. Da kommt er weit raus hier, der Dominik. Bilbo auf der 9. Chap jetzt wieder auf der 9. Sophie erstmal auf 1 weiter unterwegs. Chris auf der 3 und auf der 2 der Mühle. Aber hier hinten, Chap arbeitet sich vor. Der muss sich natürlich durch das Feld flügen jetzt hier. Dominik, der fährt auf Platz 8. Den will er auch behalten. Der muss keinen Platz machen. Warum soll er auch? Chap muss sich das schon verdienen, hier vorbeizukommen. Und Bilbo möchte natürlich an Chap dran vorleben. Warum? Vielleicht kann er sich ziehen lassen. Bilbo, Roland, alle hängen sie hier hinten dran. Also schön anzusehen. Dominik hält hier den Platz 8. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bleibt gesund. Hi, Gott. Vielen Dank, Monkey, für deine Pizza. Und ich wünsche dir auch einen schönen Abend und schlaf schön. Vielen Dank, dass du da warst und hier so geil mitgewirkt hast. Vielen Dank. Also nochmal Chapeau an André von Monkey Shop hier, mein Merch-Ausstatter. Vielen Dank. So, jetzt muss man der Krabbel nochmal seine Kippe rausmachen. Dann ist er gleich wieder drauf. Er bleibt ja drauf. Er ist ja da. Chap ist dran. Chap macht hier schon wieder den 8. Platz jetzt. Was geht denn hier ab? Jetzt ist er vorbei. Jetzt kann er basen. Jetzt wird er Druck machen. Nehme ich auf Markus. Chap ist vorbei. Und jetzt sehen wir weiter. Jetzt gucken wir mal, was jetzt hier der Chap in der Lage ist, in den nächsten Runden hier zu machen. Auf Platz 7 muss er erstmal aufschließen. Das wird er garantiert ohne Probleme schaffen. Ob die anderen Jungs wie Dominik und dann Bilbo und Roland, glaube ich, ist hinten noch dran. Dann wieder rankommen. Werden wir sehen. Jetzt ist er schon dran. Jetzt kommt der Angriff schon. Alter, das kann doch nicht sein. 7. Platz für Chap. Der hat sich einfach mal ganz frech hier durchgebogelt, innen reingestochen und durch. Da hat einfach hier der Markus zu viel Platz gelassen. Und der Chap jetzt schon wieder hier am 6. Platz am Paul dran. Oh, und da geht er vorbei. Also Chap macht hier schon wieder alle Pace. Aber da hinten seht ihr die Fighten auch wie die Verrückten. Aber hier Chap jetzt schon auf Platz 6. Der möchte natürlich an die Sophie rankommen. 10 Sekunden sind es auf Platz 1. Ihr seht es im Stream. Also wir warten ab, was jetzt hier gleich noch so alles passiert. Michael versucht sich daran zu kämpfen. Und hier, wie gesagt, jetzt an Michael ranzukommen. Nicht also Chap, an Michael, so wird man mal sagen. Die also dann hier versuchen jetzt alles rauszuholen aus ihren Porsches. Und wie gesagt, der Chap ist hier mit den 911er GT3 RS unterwegs. Wir haben natürlich auch noch ein anderes Fahrzeug. Wenn wir jetzt mal auf die Sophie gehen, da sehen wir, die müsste eigentlich, wenn ich richtig liege, mit dem 911er GT3 RS unterwegs sein. Okay, und dann gibt es aber auch noch, jetzt weiß ich gar nicht, wie er heißt. Gucken wir nochmal auf 2, ja, ist er 2? Nein, ist er nicht. Gehen wir nochmal auf 3. Oh, das sind alles GT3s heute, oder was? Wo sind der Rest denn? Oh, da Michael rausgekommen! Rausgekommen und Chip! Danke, vielen Dank. Deine Cola kannst du behalten. Dr. Paper Kirsche, bitte einmal für mich. So, das heißt also, Chap hier ohne Probleme jetzt vorbei. Konnte hier Michael mächtig unter Druck setzen und somit vorbei. Aber der Dominik da hinten, ihr seht's, an Paul dran.
zeigt sich hier. Aber noch kommt er nicht vorbei. Da wird der Paul auch sagen, nee, nicht jetzt. Also so nicht, ne? Nicht mit der Commander. Aber da ist ja auch noch Bilbo dahinter. Ja, und die guckt euch das an hier, wie die sich hier peiten hier hinten. Unglaublicher Vorfall. So, wir gehen mal ins Mittelfeld. Nämlich Chap auf der 5 mit 1,7 Sekunden jetzt noch auf Chris. Und Chris wiederum hat 1,5 Sekunden auf Bundo. Und Müller hat hier quasi Bundo auf Mühle mit knapp 5,5 Sekunden. Und dann geht es hier von Mühle zu Sophie mit 1,3 Sekunden. Also ein bisschen absetzen konnte sich da die Sophie. Und macht also jetzt hier den ersten Platz. Vorübergehend oder vielleicht für das gesamte Rennen unsicher. Sie kann sich jetzt natürlich jetzt hier erstmal frei schießen, wenn sie möchte. Aber die anderen sind ja auch nicht langsam. Die wollen ja auch. Herrlich anzusehen hier. Ja, die macht ihre Sache gut hier, muss man einfach mal sagen. Wenn man jetzt so mal so ein bisschen mitfährt, wir können ja auch mal schnell hier ins Fahrzeug hüpfen. So, gehen wir doch mal in den GT3 RS rein hier. Gucken uns die Dame mal genauer an, wie sie hier die Linie fährt. Ah, jetzt schön nach außen ziehen, nach außen. Ja, Sophie nach außen, jetzt nach innen reinstechen. Kurz mit dem Gas lupfen, langsam Halbgas. Jawohl, und jetzt wieder Vollbremsen reinstechen. Na, jawohl, so sah noch gut aus, hat sie noch gut hinbekommen. Ab durch die Schikane, schön sanft durchrollen lassen. Gar nicht mit Gas, man bleibt im Gang hängen. Und jetzt nochmal ein bisschen mehr Gas, nochmal zwei Gänge runter in der Regel. Und hier schön reinstechen, rumziehen und jetzt nochmal nach außen drehen. Gleich wieder reindrehen, genau. Und jetzt versuchen hier mit Vollgas durchzukommen. Das geht natürlich nur eine begrenzte Zeit. So kurz anbremsen, reinstechen und wieder auf Start und Ziel. Sieht wunderbar aus, was die Sophie uns hier zeigt. Kommt so ein bisschen weit raus, aber der Porsche scheint gut hier zu liegen. Hello, Smoking Aces. Hallöchen. So, weiter geht's. Also, wir gucken weiter. Wo ist Chap ist unterwegs? Mühle immer noch auf 2. Geht die Bundo auf der 3. Chap ist aber noch 1,5 Sekunden entfernt. Aber guckt euch das mit dem Chris an. Der Chris ist wieder da. Der sagt noch mal kurz Hallo hier. Der hat noch Chancen. Der hat noch Chancen, hier unter Umständen ranzukommen. Der fliegt ja förmlich ran hier. Hallo, Bullet. Grüß dich. Hello. So, weiter geht's. Also, Chris versucht alles, aber geht die Bundo. Jetzt gehen wir mal rein hier. So geht die Bundo. Gehen mal hier hinten in die Heckansicht und gucken mal, wie lange er noch braucht, bis er an GTT Bundo hier dran ist. Oh, der fährt ja ein bisschen quer, der kleine Junge. Jawohl, der Chap. Also, der macht's richtig. Aber bringt ordentlich Geschwindigkeit mit. Ihr guckt euch das mal an, wie der hier reinfäst. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt ist er dran fast. Das könnte jetzt gleich zum Angriff auf Start und Ziel kommen. Hier wird das erstmal nicht probieren. Es sei denn, GTD Bundo macht einen Fehler. Ja, er fährt hier aber auch extrem nach außen, nach innen. Also der weiß, wie die Linie geht hier. Wahnsinn. Wum, wum. Jawohl, wunderbar, GTD Bundo. So, jetzt musst du dich aber unter Druck gefühlt fühlen. Jetzt kommt Chap hier, ehemals Chap Ray, jetzt in Schlagdistanz. Hallo, SR Graffa. Aber hier, GTD Bundo. Jetzt kommt der Angriff aus dem Windschatten raus. Er hat die bessere Linie. Jetzt hat er GTD Bundo geklackt. Und jetzt ist er vorbei. Chap jetzt also bereits auf der 3. Von ganz hinten auf die 3. Innerhalb von 7 Runden vorgefahren. Das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer hier. Der macht sein Ding, aber noch ist er nicht Erster. Noch ist Mühle hier 5,5 Sekunden weg. Und Eifelblitz insgesamt 9 Sekunden. Ja, das wollen wir doch mal sehen, was uns jetzt hier gerade noch der Chap bietet. Was sieht so, wie sieht es weiter auf der Strecke aus? Wir gucken mal kurz ins hintere Feld.
Und auf der 11 haben wir den Markus, der hier, also auf der 11 mit knapp 5 Sekunden Abstand auf Paul unterwegs ist. Paul wiederum mit knapp 1,5 Sekunden hier auf Roland. Aber da kam er ein bisschen raus hier, da hat er bestimmt ein bisschen was verloren. Da hat es auch gerade ein bisschen geknallt hier. Was war da los? Roland also auf der 9 mit 1,3 Sekunden auf Bilbo, der auf der Platz 8 oder auf dem Platz 8 liegt hier aus Österreich. Der Bilbo ist aber dran an der ganzen Geschichte, Michael und Dominik. Hallo Dark Dude Leo, vielen Dank für dein Follower bei der Playstube und vergesst die Glocke nicht, Krabbel ist kein Dauerstreamer, sondern Event- und Liga-Streamer. Vielen Dank und willkommen bei der Playstube. Aber hier geht's ab, auf Platz 8 fängt's an, 7 und 6. Hallo Leon, vielen Dank für dein Follower bei der Playstube und beim Krabbel Mike und vergesst die Glocke nicht, Krabbel ist kein Dauerstreamer, sondern Event- und Liga-Streamer. Vielen Dank für dein Follower und willkommen bei der Playstube. Michael versucht dran zu kommen an Dominik. Dominik also hier jetzt führt das Feld an auf Platz 6. Boah, Michael kommt jetzt wieder ran, bremst sich so langsam ran hier. Und da ist er schon fast da. Aber Dr. Pepper Cola gibt sie nicht geschlagen. Michael versucht alles, aber da kommt natürlich auch Michael hinten angeflogen. Auf der 4 momentan mit Abstand. Jetzt GTT Bundo und Chris auf der 5. Ihr seht es, also die sind nicht weit weg unter einer Sekunde hier. Und Chap, der ist schon, wie gesagt, am Angasen hier vorne. Wie viel hat er noch? 4,4 Sekunden auf Mule hier. Also, und hier, wie schön der sein Auto hier in die Kurven schmeißen. Das funktioniert auch noch. Tja, Wahnsinn hier. Ja, manch einer kann das, ne? Fährst du quer, siehst du mir, ohne dass du hier irgendwie verlierst. Aber das sieht so richtig gut aus, wie er das Ding hier in die Kurve schmeißt. Da hat er sein Differential also schon tricky eingestellt. Aber es funzt, es funktioniert. Leichter Drift, aber immer noch so, dass du gut Grip hast, so wie das aussieht hier. Also so manchmal, wenn man das mal so beobachtet, ja, wie er das Fahrzeug hier, sein Porsche, in die Kurve schmeißt, merkt man richtig, wie er hinten so ein bisschen leicht wird, aber dann haut er auch sofort wieder Grip hier. Und er baut hier richtig ab. Guckt man das an. 3,7 Sekunden auf eine halbe Runde. Jetzt hat er schon wieder abgebaut hier. Unglaublich. Also da kann man nur sagen, also Hut ab hier an Chöp. Und ich freue mich, dass er für die Playstube fährt. Geile Sache. Juhu. Schöne Sache. So, aber was ist da hinten los? Ja, sind wir noch mal auf Platz 6, 7. Gucken, was geht hier ab. Oh, Dr. Pepper hier, wie gesagt, ein bisschen weg. Aber hier hinten Bilbo und Roland. Bilbo und Roland, das nächste Battle bahnt sich an hier. Wir sind gleich in der 10. von 26 Runden. Das heißt, 16 Runden stehen noch auf der Uhr. Sehr schön anzusehen hier. Und der Roland versucht da dran zu bleiben. Paul ist ein bisschen weg hier auf Platz 10 liegend. Nämlich 2,7 Sekunden. Ja, hallo und vielen Dank, Petbone, nochmal, dass du da warst. Vielen Dank für deine Bits. Komm zur Ruhe, wir hören uns auf jeden Fall. Und danke nochmal für deine Bits etc. Dankeschön. So, warum? Ich mache ja nichts. Ich bin ganz lieb. Solche. Ich bin ganz lieb. Ganz lieb bin ich. So. Sophie immer noch vorne. Guckt euch an. 4,5 Sekunden vor Mule hier. Aber Shep. Shep kommt in großen Schritten. Jetzt sind es noch 2,8 Sekunden. Der hat jetzt mal eine Sekunde abgenommen. Eine Sekunde, meine Damen und Herren. Eine Sekunde hat der jetzt den Mule abgenommen. In einer Runde. Der fliegt ja förmlich. Da muss man mal gucken, ob der Porsche gedopt ist hier. Boah! Also so wie ich denke, kommt auch Chap aus München. Wie gesagt, immer ein Münchner Kennzeichen dran. 2,6 Sekunden auf Mule. Also da wird es gleich eng. Da wird es gleich also richtig heiß. Oh Mann, ey. So, hier hinten also quasi ist ordentlich Pace drin ab 7, 8, 9.
Also ich muss das nochmal verschieben. Touchplay. Viel hat jetzt auch eine, wie gesagt, oder die zweite erste Sammelkarte von 5, die es gibt. Das ist ja immer noch Level 1 Karte, aber Level 2, Level 3, Level 4 und Level 5 gibt es. Aber es scheint bei den ein oder anderen zu funktionieren und sie nehmen es auch ein bisschen an. Für mich war es ein Test für die Community. Schön aber, dass ihr das annimmt. Also dann lasse ich es auch, denke ich, die nächste Zeit hier laufen. Mal gucken, wie das ankommt. Ist ja eine neue Geschichte und deshalb abwarten, wie sich das Ganze entwickelt hier. Bilbo Roland. Nächste Fight-Duell hier. Noch ein Coin, dann Karte 3 zusammen. Also sprich Level 1, Karte 3. So meinst du das, ne? Und du hast ja gesagt, du brauchst 5 Karten, um dann die nächste zu bekommen. Level 2 Karte, glaube ich. Ja, aber so richtig schafft das nicht hier vorne. Wir gehen mal nach vorne auf Chap. 2,4 Sekunden. Jetzt Chap auf Mühle. 11. von 26 Runden. Da ist noch einiges zu phasen. Aber er sieht natürlich den zweiten Platz schon. Er sieht ihn schon. Ah, alles klar. Dankeschön, Sonnchen. Dann wissen wir's. Ah, das Deck muss ja auch voll werden. Aber Chap fährt hier sein Ding nach Hause. Sprit nimmt langsam ab hier. Chap ist hier mit Rennen hart unterwegs. Muss ich auch mal überprüfen. Ja, das sind sicherlich die Einstellungen, die alle haben. Gut. Aber hier Platz 6, Platz 7, Platz 8, Platz 9. Das ganze Pulk hier, also Wahnsinn. Die sind innerhalb von, sag ich mal, 3 Sekunden hier. Alle, wenn man den ersten mitnimmt, wahrscheinlich weniger. Also hier wird richtig angepaced zwischen Platz 6 und Platz 9. Wir achten natürlich auf Chap da vorne, was mit Mühle passiert. Dann werden wir natürlich gleich umschalten. Aber hier momentan das engste Fahrerfeld, was wir hier gerade in der 11. Runde haben. Hier bei der HLG Porsche Super Trophy, die hier am Start ist. Oh, ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. Moment mal. Nehme ich hier auf Dominik und Michael. Die sind gerade sehr eng beieinander. Jetzt hat er wieder ein bisschen verloren hier. Hat er nicht perfekt getroffen hier. So, mal sehen, was sie für eine Linie fahren. Beide hier. Schön außen ansetzen. Reinstechen. Perfekt getroffen. Vielleicht noch ein bisschen mehr den Körper hätte ich genommen. Aber sieht erstmal wunderbar aus, was die uns hier zeigen. Und in der Zwischenzeit machen wir mal ganz kurz Folgendes. Nämlich, der eine oder andere wird es interessieren. Und wir gehen nämlich, sobald das hier ein bisschen ruhiger ist, mal uns die Tabelle kurz angucken. Aber jetzt kann ich gerade nicht. Das ist aber noch zu interessant. Und da gibt es den Dreher. Aber was für ein Ding hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Gott sei Dank habe ich nicht auf die Karte geguckt hier. Da gibt es den Dreher. Aber was für einer. Oi, 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 oi. Das war's dann. Da wurde sich also wirklich mächtig unter Druck gesetzt hier. Dominik erzählt also quasi noch Paul hinter sich. Aber hier hat er sich also ein wenig ins Ausgeschossen. Aber ich denke, Dominik kann ja dem Paul wieder Zeit abnehmen. Also da ist, denke ich mal, eher ein bisschen schneller unterwegs. Neuer Sechstplatzierter Michael hier, der jetzt aber wieder von Roland gejagt wird. Dr. Pepper möchte Roland haben und deshalb versucht Roland hier an Michael ranzukommen. So, jetzt haben wir aber kurz mal einen Moment Zeit. Jetzt gucken wir uns mal schnell die Tabelle an, wie der Punktestand im Gesamtklassement liegt. Und wir seht also hier Chap mit 119 Punkte, Dominik hat hier 100 Punkte, Sophie 88, Roland 85, Michael 74, Lempert 71, GTD Bundo hat 65, Paul hat 57, White Surprise 53, Bilbo 46, Rampadamp hier mit 40 Punkten, Andreas mit 27,
Markus mit 31 Punkten, mit 27 Punkten, Louis hat 17, Gruftmeuch 14, damit wir also auch auf dem aktuellen Stand der Tabelle sind. Wir gehen wieder raus und gucken jetzt mal Folgendes. Wir gucken uns mal die Statistik der Fahrzeuge kurz an. Und da sehen wir also Sophie momentan, ja, nicht auf Bestzeitkurs, aber von den Sektorzeiten her und von den Zeiten allgemein, ja, ist der Chap also mit Sophie fast identisch hier, aber der fügt ja durchs Feld. 1.36.850 zu 1.36.982. Also jetzt haben wir aber bei Chap im Sektor 2 die schnellste Zeit hier, lila Zeit unterwegs. Also da wird es gleich passieren. Und Michael, wie gesagt, immer noch vor Roland hier. Aber wir müssen gleich mal gucken, was hier vorne bei Chap passiert. Jetzt kommt ein leichter Drift hier bei Michael. Roland ist dran jetzt. Hat kompletten Windschatten fast. Jawohl. Mal sehen, ob man das jetzt ausnutzen kann. Ah, reicht wohl doch nicht. Da ist er wieder weit weg jetzt hier. Und wir schalten mal nach vorne, nämlich zur Mule hier. Wie viel haben wir? 1,1 Sekunden. Chap ist gleich dran. Chap macht also wieder den Namen seiner aller Ehre. Und dass er auch hier die höchste Punktzahl hat. Nämlich, er schiebt sich hier jetzt auf den Platz 2 zu. Und versucht jetzt hier Mule zu bekommen. 14. von 26 Runden. Ja, er versucht alles hier. Aber so richtig reicht es noch nicht aus. Wir gucken nochmal nach hinten. Nämlich hier zu Michael und Roland. Roland will jetzt ungeduldig werden zu Michael. Aber da schiebt sich natürlich Bilbo auch noch ran. Bilbo möchte hier mit ran. Michael kann sich erwehren, aber es wird schwieriger. Kann sich Dr. Paper Michael hier durchsetzen? Oder verliert er vielleicht hier komplett die Plätze? Weil es sind ja drei und das heißt ja, wenn einer oder wenn zwei sich streiten, dann freut sich der dritte. Vielleicht ist der Nutznießer der Bilbo. Noch ist Zeit dazu. Aber Michael kann wohl so ein bisschen auf der Geraden wieder gut machen. Da kommt Roland nicht gut raus, habe ich den Eindruck. Also da scheint bei Roland der Porsche nicht so gut zu gehen hier. Aber da hinten geht's weiter. Wir schalten wieder nach vorne zur Mühle. Wir sind unter einer Sekunde. Chap robbt sich so langsam hier ran. Ah, Mühle mit seinem Gulf Porsche hier. Kommt jetzt langsam unter Druck. Sonnchen hat sich wieder eine Karte geholt. Die nähert sich langsam der Level-2-Karte. Vielleicht will sie ja in dem Stream noch die sagenumwobene Level-2-NSL-Karte. Ah, Mule gibt sich Mühe hier. Jetzt ist Chap dran. Jetzt kommt der Angriff hundertprozentig. Der lässt sich das jetzt nicht nehmen hier. Ah, er bleibt noch hinter, aber jetzt kommt's. Jetzt wird's gleich kommen. Mal sehen, ob er sich jetzt so zurechtlegt. Ah, Mule macht Platz hier. Chap zieht vorbei. Der wird sich auch denken, den kann ich einfach nicht halten. Aber ein bisschen mehr hätte ich mir doch erhofft von Mule hier, dass er noch ein bisschen mehr in Zweikampf geht. Bisschen mehr hätte ich mir erhofft. Chap jetzt auf der 2. Jetzt hat er noch 10 Runden Zeit, Sophie zu knacken. Aber ihr habt es gesehen, von den Zeiten her sieht es erstmal so aus, dass zwar Chap der Schnellste ist, aber so schnell ist er dann doch nicht gegenüber Sophie. Wir können ja noch mal gucken schnell. So, Sophie 1.36.982 und Chap 1.36.723. Also er ist ein bisschen schneller.
Aber ob es reicht, um da jetzt, wenn jetzt Sophie keinen Fahrfehler macht, ob er da rankommt oder noch überholen kann, das werden wir sehen. Da müssen wir also drauf achten, was kann Sophie hier machen gegen Chap. Wir schalten trotzdem durch. Chap also auf der 2, auf der 3 jetzt der Mule. Geht die Bundo mit 10 Sekunden Rückstand auf der Nummer 4. Chris auf der 5 hat auch erstmal nicht einen direkten Fight vor sich. Aber hier in Platz 6. Michael hält sich immer noch auf der 6. Und Roland beißt sich die Zähne aus. Aber der Bilbo, der wartet ab. Der sagt sich, ja macht ihr mal da vorne. Macht mal ruhig. Ich bleib auf jeden Fall dran an euch. Und mal gucken, ob ihr beide Fehler macht. Dann schieb ich mich nämlich mal ganz schnell auf Platz 6 und hype die Punkte ein hier. Aber ein schöner Dreikampf hier. Ja, da kam Bilbo ein bisschen weit raus. Man muss da ein bisschen abreißen lassen. Ja, der Roland hier mit seinem Cayman. Geht die 4 Klappsport hier. Nicht Klappsporten. Klappsporten frei. Jawohl. Da kommt altes Gedankengut wieder hoch. Bilbo auf der 8 hier geführt, auf der 9. Wie gesagt, Dominik, der wiederum hier mit Paul ein bisschen fightet hier. Die beiden trennen also auch in dem Fall nicht mal eine halbe Sekunde. Auf Paul und Markus ist sicherlich ein Stück entfernt. Aber auch schön hier hinten so einen oder anderen Fight zu sehen, finde ich gut hier. Was ich mit dem Spaten will, weiß ich auch nicht. Ich habe mir gerade irgendwie aus der Zunge rausgeschossen. Mit der Klappsparte. Klappsparten frei. Nein. Also Dominik versucht hier vorne zu bleiben. Paul auf der 10. Und auf der 11. Da haben wir Markus, der mittlerweile 37 Sekunden leider Rückstand hat auf Paul. Also da wird nicht mehr viel kommen. Gehe ich mal von aus, es sei denn, da vorne passieren etwas größere Unfälle. Aber hier auf Platz 10 und 9 kann sich nochmal eine Verschiebung hier ergeben. Ja, Chap auf der 2, jetzt 4,8 Sekunden von Sophie entfernt. Kann sich also jetzt schon eine Sekunde absetzen von Mule hier. Und 4 GTD Bundo, der 11 Sekunden auf Mule hat. Mal sehen, ob er da noch ein bisschen ranfahren kann. 18. Runde steht schon an hier. Ja, solche, ich guck da nochmal. Ich verstehe das jetzt gerade nicht, aber wir gucken uns das nochmal an. Chris auf der 5, auf der 6 Michael. Und Michael hat jetzt ein wenig mal Luft zum Durchatmen, aber nicht viel. Roland ist trotzdem nur eine halbe Sekunde weg hier. Ein wenig durchatmen kann er. Also seht ihr, der Krabbelino beißt sich durch hier bei Michael. Der will auch eine Dr. Pepper Cola. Der hat einfach Bock drauf. Aber bitte mit Kirsche. Roland kommt jetzt innen. Roland schiebt sie vorbei. Ah, da kommt Michael weit raus. Da sah ich schon mal gerade mit der Dr. Pepper Cola. Und dann muss das auch noch versauen hier, der Michael. Aber das ist Racing und Bilbo hier kommt hier noch ein bisschen weiter raus, konnte sich also hier nicht dazwischen schieben, wie es vielleicht er gehofft hat, aber hier kommt Michael wieder weit raus, Bilbo ist dran hier, aber Michael erwehrt sich noch, oh, der Bilbo versucht, oh alles, der steckt da noch, oh, dachte schon, der sticht rein hier. So, jetzt kehrt, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen Ruhe ein hier. Wir gucken nach vorne. Was macht Sophie? Sophie immer noch mit 4,9 Sekunden vor Chap. Das ist natürlich schon vielversprechend. Chap aber auf der schnellsten Sektorzeit hier gerade. 1,36, 7, 2, 3. Schnellste Rennrunde hat er inne. Na, da wird wohl Chap ein bisschen schwer haben. Aber der zweite Platz scheint ihm momentan erstmal sicher zu sein. Und auch Mühle kann sich eventuell bei 12 Sekunden Rückstand auf GTD Bundo bei 19. Runde von 26
kann er sich vielleicht schon ein bisschen freuen. Das Rennen ist zwar noch nicht zu Ende, aber die Tendenz auf Platz 3 sieht erstmal vielversprechend aus. Und GTT Mundo wird wieder die Holzklasse bekleiden, so wie es aussieht, nämlich Platz 4. Das mache ich natürlich positiv. Da gibt es einfach nur Holz. Ja. Bullet sagt hier noch im Streamchat, zieh Eifel, also Sophie, zieh an, schaff das Ding, fahr den Platz 1 nach Hause. Ja, wir haben leider in den letzten Rennen aber auch schon erlebt, dass auch Sophie so ein bisschen manchmal auch einen kleinen Durchhänger hatte. Aber vielleicht klappt es heute mit Platz 1. Mal sehen. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Auf dem Platz 5, der Chris hier momentan auch hier erstmal sicher gebunkert, der Platz 5. Roland aber jetzt hier, wie immer noch, wie gesagt, auf Platz 6 unterwegs. 7, Michael versucht wieder ranzukommen. Ja, Sonnchen schreibt, die zieht den Hut vor Sophie, aber Michael kommt da nochmal. Noch hat er Luft, noch ist Zeit, noch hat er Zeit, nämlich 6 Runden. Hallo Dominik Thiel, schön, dass du gefollowert hast bei der P-Stube. Ich begrüße dich und beim Krabbel Mike hier. Und denk an die Glocke, Krabbel ist kein Dauerstreamer, sondern Event- und Liga-Streamer. Vielen Dank für dein Follower. Michael wieder jetzt vorbeigegangen, ihr habt es gerade gesehen im Stream-Chat. Also Michael konnte sich den Platz 6 zurückerobern. Aber 6 Runden stehen hier noch auf der Uhr. Also wir haben produziert, 6er jetzt Michael, 7 Roland, 8 Bilbo. Aus Österreich. Roland ist übrigens aus der Schweiz, habe ich heute noch gar nicht gesagt. Ja, also ich kann aber leider nicht wie Sascha Schweizerdeutsch, aber das hört er ja am Freitagvormittag wieder, wenn er Bock hat. Dominik hier auf der 9 immer noch, jetzt hier, und Paul bleibt trotzdem auf Platz 10 gerade hängen. Aber ausgestanden ist das auch noch nicht. Wenn der vorne der Dominik einen Fehler macht, dann ist Paul vorbei. Und jetzt wird er auch langsam nervös, habe ich den Eindruck. So langsam wird der Junge nervös hier. Und auf dem 11. Markus. Mit seinem Red Bull Porsche hier. Eifelblitz, Sophie. Immer noch mit 4,5 Sekunden vor Chap. 4,5 Sekunden und 5 Runden hat sie noch. 5 Runden, meine Damen und Herren, hier bei HLG Porsche Super Trophy heute hier am Mittwochabend bei der Playstube live hier im Stream. Und Sophie konnte sich bisher aus allem raushalten. Vom Start weg hat sie sich zwei Plätze vorgekämpft. Dann war sie vorne auf 1 und konnte das bis jetzt so kurz vor dem Ende halten hier. Also die Dame... Da frage ich mich, ob die Sophie, oder war Sophie diejenige, die bei Porsche arbeitet? Mir war jetzt gerade so. Ah, kommt sie auch ein bisschen weit raus, also beruhig dich, Sophie, hier. Nein, was mache ich denn du? Wieder falscher Knopf, Entschuldigung. Kann passieren, ist aber alles wieder gut. Die neue Tastatur muss ich mir erst dran gewöhnen hier. Weil mein Sohn hat mir meine andere aus dem Kreuz geleiert. Jetzt muss ich eine andere nehmen. Sophie macht es hier. 4,7 Sekunden. 4,8 Sekunden. Ja, Entschuldigung, Sonnchen. Ist alles wieder gut. Und Jeff, jetzt 5 Sekunden gerade. Jetzt hier auf der Live-Zeit, die wir hier sehen. Ah, Chap kann sich wohl die schnellste Rennrunde sichern. Die wird ihm keiner nehmen. Aber ob er Platz 1 erreicht, ist fraglich. Auf Platz 3 immer noch Mule mit 13 Sekunden auf GTT Bundo. Also auch Bundo kann jetzt momentan hier nicht mehr ran oder vorfahren. Das heißt also, das wird wohl wahrscheinlich, stinkt es hier nach Holzplatz, nämlich Platz 4. Platz 5, der Chris hier. Auch bei ihm alles in Ordnung. Wie sieht es hier aus? Michael kann sich absetzen. Ihr seht es, eine Sekunde knapp. Aber Roland jetzt mit Bilbo unter Umständen hier
kleines Techtelmechtel, kleines Duell könnte sich anbahnen. 22. von 26 Runden, die hier schon gefahren sind. Und wie gesagt, wenn alles gut geht, wird hier Sophie Ayers Eifelblitz das Ding nach Hause fahren und maximale Punkteausbeute hier mitnehmen. Bei der HLG Super Trophy für dieses Rennen hier. Ah, sieht schön aus. Jetzt sind sie alle wieder dran hier, die drei. Die drei Streithähne. Vorne ist erstmal alles safe. Hier hinten geht es erstmal der Stepp der Bär. Und Bilbo versucht alles, um da dran zu bleiben. Er kommt immer weit raus hier. Und jetzt Roland wieder an Michael dran. Michael hat nachgegeben. Michael war wohl etwas unkonzentriert. Und jetzt ist Roland wieder dran und Bilbo auch. Also noch kann er sich den Platz 6 nicht sicher sein. Sonnchen, ein Jahr, 3 Monate und 25 Tage. Super. Aber jetzt geht's los. Bilbo geht ins Innenfield, sage ich jetzt schon. Jetzt geht er vorbei. Hat sich Roland geschnappt. Der Junge, der hat Nerven gezeigt jetzt. Jetzt ist Bilbo vorbei. Und vielleicht kann Bilbo sogar ein bisschen schneller als Roland. Werden wir gleich sehen. Jetzt erstmal Roland auf dem 8. Platz hier verwiesen. Bilbo ist vorbei. Smoking Aces. 10 Monate und 7 Tage. Jetzt habe ich es gesehen. 23 Stunden. Wow, Wahnsinn! Holla! Roland ist immer noch am Angasen. Aber Roland jetzt auf Platz 8. Und jetzt kann natürlich Michael vorne sich ein bisschen Luft verschaffen, eventuell. Weil jetzt muss Roland ja erstmal wieder Bilbo kriegen. Also hier das hintere Mittelfeld, wunderbar, was die uns das ganze Rennen über hier abliefern. Wir gucken trotzdem mal zu Sophie nach vorne. Und Sophie jetzt mit 3,9 Sekunden, meine Damen und Herren. 3,9 Sekunden hat er noch oder hat sie noch auf Chap ein Polster. 24. Runde, 2 Runden. Jetzt drückt die Daumen hier im Streamchat. Schafft es Sophie hier einen sogenannten, fast kann man ja sagen, Start- und Zielsieg hier einzufahren. Holla, jetzt hat Krabbelino ein paar Osterhäschenglocken drauf. Jetzt hat sie wieder was Neues gefunden. Wunderbar. So, weiter geht's. Also Chap hat noch 3,5 Sekunden jetzt gerade in dem Moment. Und Mule ist mit 4,5 Sekunden entfernt auf Platz 3 liegend. Aber der hat auch Luft nach hinten. Das Ding kann er nach Hause fahren. Also das sollte funktionieren. Bietet die Bundu genau das Gleiche. Da passiert auch nicht mehr viel. Bei Chris auch nicht. Bei Michael, der konnte sich jetzt absetzen aufgrund, dass Bilbo und Roland hier hinten so ein bisschen am Fighten sind und somit nicht die komplette Pace gehen können. Und das heißt also auch für ihn hier, das könnte unter Umständen jetzt also nicht für Roland auf Platz 7 enden, sondern auf Platz 8 und auf der 9 liegen Dominik. Und auf der 10 seht ihr Paul. Die beiden fighten auch ständig hier rum. Aber Dominik kann sich hier auf Platz 9 behaupten. Und auf der 11 Markus, der hier mit knapp einer Minute Rückstand auf Paul unterwegs ist. So, wir haben jetzt die 25. Runde. Eben hat Chap hier eine neue Bestzeit gefahren. 1:36.688. Da konnte er also nochmal die Pace etwas erhöhen, weil warum? Er sieht jetzt natürlich die Sophie hier vorne auf der langen Geraden und jetzt kriegt er vielleicht nochmal so einen letzten Schub. Aber es ist schwierig, da jetzt noch so viel rauszufahren, ohne dass Sophie jetzt einen Fehler macht, um da überhaupt noch an Platz 1 ranzukommen hier. Ja, Smoking Asien auch hier. Go, 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 Eifel. Nämlich die Sophie wird hier angefeuert. Die Dame hier bei der HLG Super Porsche Super Trophy, die wo dabei ist, zeigt den Männern mal wieder, wo die Hake hängt. Sonnchen auch noch. Also jetzt wird hier die Sophie richtig im Streamchat gefeiert hier. Sophie
hier Arias Eifelblitz wird hier wohl, so wie es aussieht, auf die letzte Runde gleich gehen und das ganze Ding unter Umständen nach Hause fahren. Und Chap, der eigentliche, ja, Matador hier, Tabellenführer, schafft heute es nicht, Sophie in die Schranken zu weisen. Und Sophie macht auch mittlerweile, also heute in diesem Rennen, alles richtig. Keine Fehler bisher. Aber noch ist eine Runde, noch ist die letzte Runde, die jetzt ansteht, meine Damen und Herren. Fiebert mit hier im Streamchat. Feuert die Dame an. Das wird unter Umständen ein Sieg werden für Sophie Arias Eifelblitz hier. Alle sind gespannt hier, was passiert hier noch. Ihr seht, Michael kann auf der 6 bleiben, Bilbo und Roland 7 und 8. Also da scheint es auch erstmal so zu bleiben. Aber wir bleiben hier vorne in der letzten Runde natürlich auf der Führenden, nämlich Sophie Arias Eifelblitz hier, die jetzt gleich hier ins letzte Drittel geht. Jetzt geht es ins Infield hier auf Interlagos und jetzt wird es also gleich dazu führen, dass sie gewinnt hier. Hallo, Brave Ferry 88, vielen Dank für dein Follow bei der Playstufe. Vielen Dank und vergesst die Glocke nicht, Krabbel ist kein Dauerstreamer, sondern Eventoliga-Streamer. Sonja, danke für deine Bits. Los, BLM Eifelblitz 97 alias Sophie, hol dir den Sieg. Ja, vielen Dank, Sonnchen. Und es geht jetzt gleich auf die Start- und Zielgerade. Und man glaubt es kaum, aber wir haben eigentlich heute damit gerechnet. Ja, wo Sophie schon so lange auf dem Platz 1 jetzt hier fährt. Sie fährt hier den Platz 1 ein. Herzlichen Glückwunsch für Sophie hier. Maximale Punkteausbeute. Und da werden sich natürlich alle hier freuen. Jetzt die Dame hat den Herren gezeigt, wo die Hake hängt. Da kommt doch mal das Blicklicht. Jawohl, ist er vorbei. Chap kommt auf der 2 durch. Konnte es also nicht bewerkstelligen, da die Sophie das abzunehmen. Mule schafft den Platz 3. Glückwunsch auch hier. GTD Bundo kommt als nächstes hier und wird den Platz 4 bekommen. 11 ist da noch vor. Der wird aber dann vielleicht, nee, glaube ich noch nicht, wird er noch abgewunken. Wir haben ja noch ein bisschen Restzeit. Mal gucken, ob er gleich abgewunken wird, der Markus. Aber hier GTD Bundo jetzt auf der 4 kommt er hier ins Ziel. Chris hier auf der 5. Und macht hier den Platz 5 fest. Auf der 6 kommt Michael jetzt. Michael schafft also den Platz 6. Nach harten Fight, nach harten Runden hier mit Bilbo und Roland wird er also doch hier den 6. Platz einfahren. Bilbo auf der 7, auf der 8. Der Roland, der konnte also hier überhaupt nichts mitnehmen. Das heißt, er hat hier den 8. Platz gekriegt. Dominik auf der 9, da sind wir schon durch. So schnell geht das. Und Paul 10, 11 hatten wir gesehen. Markus, Wahnsinn, was wieder für ein Rennen bei der HG Porsche Super Trophy. Hat dem Krabbel wieder richtig Spaß gemacht, heute hier das Ganze wieder zu kommentieren. Ich hoffe, euch hat es auch im Stream Spaß gemacht. Und vielen Dank nochmal an alle für die Follower, für die Bits, für die Subs. Vielen Dank nochmal, dass ihr hier die Playstube und den Krabbel so hochleben lasst. Und ich freue mich. Denkt dran, Freitagvormittag geht es wieder los. Early Bird Cup, ja, mit Schweizer Beteiligung sozusagen. Es kommt ja eigentlich aus der Schweiz mit Sascha an Bad Beetle. Das ist auch immer so ein Name, Streamer-Kollege, wo also der Krabbel den deutschen Stream begleitet. Und dann geht das Ganze natürlich am Abend wieder mit der NSL weiter, wieder hier in der AM-Klasse 2. Und Sonntag Spezial-Event hier mit LMP1, LMP2 und Gruppe 3. Um 15.30 Uhr geht das Ganze los. Also der Krabbel hat noch ordentlich Streamtätigkeit, Moderation diese Woche vor. Vielen Dank dafür. Ich werde euch nochmal mit ein bisschen Musik betreuen. Und dann verabschiede ich mich bei euch und sage vielen, vielen Dank. Und wir hören und sehen uns ja hoffentlich bald, nämlich am Freitag. Macht's gut. Vielen Dank für alles. Tschüss, tschüss. We'll be right back.